Also hören wir jetzt auf und machen wir nächste Woche genau da wieder weiter. Nein. Bisa zieht wieder davon. Ja, immer. Auf welcher Leistung habe ich denn gerade meinen Rechner? Ich kann hier mal auf Leistung, ich kann mal auf Turbo hochschalten. Strategie, welche Strategie nehmen wir denn? Oh, ich könnte eigentlich Hybrid nehmen und weiß nie, was kommt. Das ist eigentlich cool. Das hört sich nicht cool an, ehrlich gesagt. Oh, das ist doch total geil. Oder wie wär's mit plus 6 Einkommen, jede neue Einheiten, jede Welle, kein erneutes Rollen. Also das hört sich gut an. Jede Welle neue Einheiten. Welcome to Nova. Okay, das wird lustig. Okay, ich starte mit Harpien. Na gut, weißt du ja, was du die das restliche Spiel nicht mehr bekommst. Deswegen habe ich jetzt erstmal hinten eine ganze Reihe Harpien gebaut. Du hättest sogar das Dragon Egg, du hättest sogar das Ei. Ich weiß, aber das wollte ich jetzt nicht. Ich hätte es nicht bauen können. Naja. Dann bauen wir hier noch eins. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber wir versuchen es. Ja, ich bin auch mal gespannt. Oh, sieht doch gut aus bei dir. Das ist gleich. Ja doch, das hat gehalten. So, was baue ich jetzt? Ich hab schon wieder das Drachenei bekommen. Für die nächste Runde. Die wollen mir unbedingt das Drachenei andrehen, aber ich will's nicht. Ich will's nicht. Da will ich aber denken. Oh, der wäre auch gut gewesen. Den mir leisten können. Weil ich endlich mir nicht leisten können. Essie, kannst du dir Rutz gegen Smaug oder Ornstein vorstellen? Ich habe damals, glaube ich, fast geweint vor Wut. Ja, verständlich, verständlich. Ich möchte nicht vor Wut wegen einem Spiel weinen. Doch! Doch, das willst du. Das Nein! Das will ich nicht! Doch! Doch! Ist das guter Content für deinen Stream? Ja. Mein Taschentuchverbrauch in einem Stream soll eigentlich nicht bei allzu hoch liegen. Leute, guckt alle in den Stream! Ein erwachsener Mann weint! Das kriegen wir auch schon anders hin, nicht nur durch Dark Souls. Ja. Könnt ihr mich auch Mario spielen lassen, da weine ich auch vor Wut irgendwann. Ich hasse Jump and Run. Haben wir bei Pony World gesehen. Oh ja. Er spricht von Taschentuchverbrauch, der Controllerverbrauch ist bedenklicher. Ja. Wobei, Shaku, da bin ich Meister drin in Controllerverbrauch. Also ich muss gestehen, ich werfe keine Controller. Das habe ich noch nie getan. Man kann immer damit anfangen. Ich werfe keine Controller. Also ich weiß nicht wieso, aber das mache ich nicht. Noch nicht. Oder? Nee, das mache ich nicht. Egal wie schlimm ein Spiel war, ich habe noch nie einen Controller geworfen. Löblich, löblich.
Das ist echt gut. Jetzt fehlt mir 3 Gold. Ich würde dir ja leihen, aber... Die kriegst du nie wieder. Das ist kein Problem. Ich hab ja 14 über, mit denen ich nichts anfangen kann. Kannst es ja auch in einer Gummizelle spielen. Das hilft mir aber auch nichts. Weil wenn ich Controller werfen würde, würde ich ja die Controller in den Monitor reinwerfen. Also in die Anzeige, in das Spiel. Und dann hilft mir die Gummizelle auch nichts. Außer du baust einen Monitor aus Gummizellenmaterial. Hold my beer. Oh, ich hab die Katze bekommen. Katze! Oh, jetzt brauchst du viel Gold. Nö, ich brauch erstmal nur die Katze. Die ist jetzt mein Auffang, wenn ich mal zu wenig Gold hab. Hab ich die auf die falsche Stelle gesetzt? Komm mal zurück mit dir. Da musst du hin. Ich hatte sie falsch gesetzt. Dann sprichst du es halt auf einer Dance Dance Revolution Matte. Nein, ich würde nie ein Spiel auf einer Dance Dance Revolution Matte spielen. Noch nicht mal Dance Dance Revolution. Putz, ich kenne ein Spiel, was sich gut da auf so einer Matte spielen lässt. Wie nennt sich das? Sein Rhythmusspiel. Rhythmusspiele sind lustig. Ja. Mir fällt nur nicht der Name ein. Wahrscheinlich Dance Revolution? Nein. Und ja, Nancy, du bist gerade der Einzige, der upgradet. Im Moment ja. Das ist okay. Ja, das Problem ist, mein Geld ist immer weg. Mein Ding ist weg. Aber jetzt kann ich auch mal. Ich muss unbedingt nächste Runde mal eine Baueinheit bauen, also einen Bauarbeiter bauen. Ja, du hängst ein bisschen hinterher. Ja, das Problem ist, ich finde gerade zurzeit die Einheiten so gut, die ich bekomme. Ah. Und da ich nicht weiß, wann ich sie wiederbekomme, baue ich sie. Ja. Problem ist, ich müsste auch meine Harpien abbauen. Upgraden. Nee, lass sie doch auf Level 1 Hut. Nein. Dann spielst du halt auf eine. Also jetzt. Nein. Sei nicht gemein, Nessie. Doch. So. Das hat's nämlich genau gereicht, endlich, um eine Harpie endlich abzugraden. Nächste Runde muss ich jetzt definitiv jetzt mal auf Einkommen gehen. Oh, nein! Doch. Glaub mir, ich konnte nicht noch den König upgraden. Schade. Dann ist das leider so. Oh, das sieht gut aus bei den Gegnern. Das sieht gut aus, weil sie halten, oder das sieht gut aus, weil das durchgeht? Weil ein bisschen was durchgeht. Helge Schneider, das geht nur... Reis. Baby, ich sah dich auf aber dem Balkon sitzen, hält. Du hattest ja, mich an. Der Teufel ist halt. La, 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 la. Und der Oni. Drum schüttel dein Haar für mich. Little Baby, schüttel dein Haupthaar für mich. Das würde sich Helge Schneider gewünscht. Es gibt Reis. Ach, okay. Little Baby, schüttel dein Haar für mich.
Oh, la la la. Schüttel dein Haar. Ich weiß, du findest mich scheiße. Doch komm doch mal vorbei. Ich habe etwas vorbereitet. Es gibt Reis. Es gibt Reis. La 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 la. Gut, mehr weiß ich auch nicht. Dann irgendwann geht's immer weiter vorne. Weiß nur irgendwas. Lecker, das Bonbon war lecker, das ich aß. In meiner Fantasie, bevor ich das gab. Aua, aua. Die Hand tut mir weh von dem Rhythmusgerät, das ich schlag. Ja, Helge, ich mag Helge Schneider, deswegen kenne ich das Lied. Also, Helge Schneider ist, macht eigentlich so schlechte Musik, aber der hat so, eigentlich so viel drauf. Also außer Zahnbelag. Kannst du auch Bonbon aus Wurst? Nein, Bonbon aus Wurst kann ich nicht. Oh, fuck. Ein Angriff. Ja, ich habe ordentlich durchgelassen. Die haben mir einen Wichtel, glaube ich, mitgeschickt. Da war ganz eklig. Also bei mir haben sie mir auch was mitgeschickt, aber... Ohne ich kümmere mich nicht. Einsiedler, ein Einsiedler war es, was sie mir mitgeschickt haben. Ah. Der war's. Der war eklig. Hat Aua gemacht. Der Einsiedler hat Aua gemacht. Aua tut. Oh, ich möchte noch so einen Verteidiger. Ja, es tut mir leid, Chaco. Ich kann nicht alle Lieder. Ich bin leider kein. Eine Jukebox. Kein wandelndes Musiklexikon. Ich versuche es. Aber. Du musst dir das vorstellen. Die Speicherkapazität meines Hirns ist begrenzt. Ich kann da leider keine 2 Terabyte Platte einbauen. Putz. Kommt auf den Echo Dancer. Auf der Dance-Matte spielen. Das ist ein Rhythmus-Spiel. Okay. Auf den Necrodancer. Jemand muss nur den richtigen Münzschlitz finden. Ja. Weiß nicht, ob das funktioniert mit dem richtigen Münzschlitz. Oh, ich möchte einen Albtraum kaufen. Auf unserem König mal ein bisschen Leben. Also ich hab ein kleines weißes Sparschwein. Das freut sich über 2 Euro Münzen. Wird von mir immer nur mit 2 Euro Münzen gefüttert. Ja, muss ich mal reingucken, wie fett das Schwein schon geworden ist. Nein, das reicht nicht. Ne. Nein, ja, aber den schaffe ich noch. Ja, den schaffe ich noch, aber den Drachen nicht. Dummer Drache. Ich mache meinen Einsiedler kaputt. Den sie mir mitgeschickt haben. Und Nessie, du hast durchgelassen? Nein, ich habe verteidigt. Ach so. Obisa, du hast durchgelassen. Ja, ich habe ein bisschen durchgelassen. Warum tun sie das? Warum tun sie das? Weil ich nicht genügend Geld für ein Upgrade hatte. Verursacht Flächenschaden, gewährt geschwächt Gegner. Wird durch Bewegung stärker. Ich möchte ihn jetzt mal ganz da hinten hinstellen. Was passiert, wenn ich den wirklich ganz da hinten hinstelle? Ich möchte das ausprobieren. Wahrscheinlich ist es total dumm. Plus 36 Einkommen. Plus 36 Einkommen. Hey, ich will mehr Gold. Gib mir Gold. So, die Neko ist dick und fett. Wunderbar. Meine Neko ist noch nicht dick und fett.
Wir brauchen noch drei. Ich habe sie gleich erstmal geupgradet, wo ich sie gesetzt habe, und jetzt nochmal fertig. So ganz, zufrieden, wie es läuft. Drum, 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 drum. Oh, schade. Der letzte Schuss. Der letzte Schuss? Wollte er nicht treffen. Ich ziehe euch mal hinterher mit 9. Aber ich bin weit hinter euch im Monster-Level, leider. Mist, das hab ich mal rausbekommen. Ach, die Welt. Wobei, geht. Meine Yokais machen das. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob meine Harpien das machen. Obwohl, eigentlich machen die das doch schon gut. Ja, die machen das sehr gut. Erleichtern. Wie viel Multishot haben deine... Hm? Wie viel Multishot haben sie? Die Harpien gar keinen. Oh. Weil die sind sehr schnell. Ah, okay. Wie noch so ein Tankschwein. Noch so ein Tankschwein, oder kann ich so ein Tankschwein? Obwohl, ich könnte auch einen Dachs bauen. Ein Dachs hier hin? Wo kostet so ein Dachs? Der ist eigentlich gut. Ich baue so einen Dachs. Und dann durch den Neko upgraden. Zum Ende. Neko full. Na schön. Kurz ist die Position, die du da einnimmst, nicht ziemlich schlecht für den Rücken. Das wollte ich schon häufiger ansprechen. Ja, das ist richtig. Die Position ist nicht gut für meinen Rücken, aber sie stört mich nicht. Utz hasst seinen Rücken. Das vergessen viele Leute immer. Das ist richtig. Also generell magst du deinen Körper eigentlich nicht, deswegen brichst du dir ja auch so. Und beim Sport ab und an mal kann das mal passieren. Ja. Ich lass ordentlich durch. Oh, ich lass die Hälfte durch. Wieso? Shut down. Bots lassen wenigstens auch ganz durch. Ja, die lassen sogar ganz durch. Ja. Die haben keinen Nestle. Aber die haben ihren schon abgegradet, komplett. Ihr Nessie? Nee, ihren König. So. Ich bin erstmal die Harpien abgegradet, beide. Noch Zeit. So. Und ein Proton. Nee, Chaco, den Rücken entfernen lassen würde ich mir nicht. Ist das euer Ernst, was ihr da mitschickt? Ja. Wir schicken wieder mit, als ob es keinen Morgen gibt. Ja, die haben ihren König schon fertig. Aber ich habe meine Harpien gerade abgegradet. Und sie machen, was sie wollen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nee, ich nicht.
Ich hab gehalten. Nessie, ich bin unschuldig. Nicht von mir. Ist okay. Aber dafür sind sie halb tot. Dafür sind die Gegner so gut wie tot, das ist Free Gold. Ja, es war schön Gold für mich, das stimmt. Ja, ich wollte gerade sagen. Also ich hätte auch gern was davon gehabt, aber Nessie sagte nein. Ja, Nessie sagt nein. Nessie sagt, es ist mein Gold. Ja. Wenn Sie einen arroganten Mitspieler suchen, gehen Sie doch bitte hier hin. Arrogant, sagt er. Na gut, dann ein, der nicht gern teilt. Ich teile schon gerne, aber das muss man sich verdienen. Nessie sagt immer, dass alles seins ist. Ich sag halt gern die Wahrheit, ne? Ja. Sein Argument ist andecken. Na gut, wenn Nessie die Gegner andeckt, dann darf er sie auch behalten. Dann darf er das Gold haben. Ja, genau. Das ist in Ordnung. Dann sei es ihm vergönnt. Wenn er alle Gegner anlegt, dann darf er die auch behalten. Nein, meine beiden Tories! Ja, meine Einheiten haben es auch nicht gehalten. Nö, meine auch nicht. Der Fürst des Todes hat mich enttäuscht. Ich hätte lieber einen Tank bauen sollen. Ja, mich hat der Fürst des Todes auch gerade enttäuscht. Aber ich habe ihn auch nicht upgraded gehabt. Ich sag ja, nur upgraded ist er gut. Und die Gegner halten. Halt nimmer. Aber diesmal hat der König schon Schaden genommen. Das ist richtig. Also wir sind nicht ganz so scheiße wie letztes Mal. Nur halb scheiße. Oh Mann. Ich will den Albtraum eigentlich upgraden. Ich will eigentlich alles upgraden. Ich will den hier noch bauen. Ich hätte das Gold nehmen sollen. Egal, jetzt habe ich die 36 Income. Hä? Ach, bei Stufe 10. Also vor 6 Stufen. Oh Mist, ich habe schon wieder vergessen, den König abzugraden. Also er ist ja schon abzugraden. Es gab keine Upgrades mehr. Hat sich schon alles erledigt. Ja, wir haben ihn schon voll. Schaden, bitte mach mehr Schaden. Was? Bei mir ist Himmelskönigin furchterregend, aber elegant. Nur die Geheimnisse müssen ihre messenscharfen Krallen fürchten. Warum habe ich jetzt so ein komisches Bild vor meinem Gesicht? Du hast zum Ding gekommen. Damn, direkt eine Karte. Lucky Boy. Was ist das für eine Karte? Was tut die? Hilfe! Ich weiß noch nicht mal, was ich getan habe. Warum hast du davon 3 von diesen Drachen? Oh, Feuerfürst. I like the Feuerfürst. Simmertown. So, den will ich upgraden. Den will ich upgraden. Mist, den kann ich nicht mehr upgraden. Dann will ich den upgraden. Maurek, schön, dass du zurück bist. Sag mir mal, was bedeutet die Karte? Lass mich nicht dumm sterben. Kannst mit angeben. Hast einfach Glück gehabt. Kannst mit angeben. Okay, also das ist einfach so ein Sammelobjekt oder wie? Genau. Okay. Oh Herr Gott, ich halt wieder gar nichts. Nee.
Essi, die sind alle dir. Darfst du alle essen. Darfst du alle anlecken, sind alles deine. Oh Herrgott. Fast 100% von Bisa. Ja, der Gegner hat mir auch sehr viel mitgeschickt. Das Problem ist, ich mache zu viel AOE-Schaden. Du kannst die in der Gilde spenden und Essenzens Free und Premium erfarmen. Okay. Ja. Stimmt, ich habe mein Schwein da hinten ganz vergessen, dass ich noch upgraden kann. Wisst ihr? Ich wusste, irgendwas habe ich da hinten vergessen. Nächstes Mal muss ich mein Schwein upgraden. Ach, jetzt kommen die Trommler. Ja, Leute, die nächste Runde, die ich durchlasse. Die Abgrundfriester dann gekommen, aber jetzt. Ja, das lasse ich durch. Ohne Wenn und Aber. Also von mir kriegst du 50%. Von Bisa 83. Die teilen sich auch noch so beschissen auf. Wow. Jo, das war's. Das war's. Auf ein neues. Oh Gott. Ja, eine Runde höchstens doch. Das ist ja. Gut für heute. Gut, also eine machen wir noch. Oh. Dann eine noch. Ich wollte gerade sagen, Hutz war ja nicht mehr in der Gruppe. Aber er ist. Doch, doch.